Nein, mir fällt wirklich auf. Herzlich willkommen, danke fürs Einschalten, dass ihr da seid, hier bei Stand Up 3000. Brandneue Ausgabe. Ich merke immer, ich sage irgendwie immer neue Ausgabe. Es kann auch nichts anderes sein. Es wäre auch irgendwie komisch, wenn ich rauskommen würde und sage, hey, herzlich willkommen zu einer alten Folge von Stand Up 3000. Deswegen, aber wir sind ja immer aktuell. Und man muss ja auch brandaktuell sein, weil wozu gucke ich sonst Nachrichten? Ja? Ey, was ist los aktuell? Das ist unfassbar. Krieg, Wirtschaftssituation und nicht nur das. Das Klima spielt ja auch komplett verrückt. Wir haben Stürme in letzter Zeit, Alter. Das geht durch die Decke. Ich finde das immer so geil, wenn im Wetterbericht vor so einem neuen Sturm gewarnt wird, ja, der irgendwie total krass ist. Und dann wird der Sturm angekündigt. Sagt, gehen Sie nicht in die Nähe dieses Sturms. Er ist wahnsinnig gefährlich. Machen Sie das nicht. Jeder, der während dieses Sturms das Haus verlässt, riskiert sein Leben. Er ist absolut menschengefährlich. Bleiben Sie zu Hause. Dieser Sturm ist tödlich. Und dann nächster Satz. Deshalb schalten wir jetzt live. Es ist immer so. Zu unserem Außenreporter. Tim Professor Dr. von Winde verweht. Herr von Winde verweht. Und dann wird er hinten so eingeblendet, der Typ so mit dem Ohr so. Und der Moderator, danke für das Update. Und nun die Lottozahlen. Ich freue mich wahnsinnig, dass mein nächster Gast da ist. Ey, er ist wirklich, ich liebe ihn. Ich habe damals schon seine CDs gehört. Er ist auch einer der Gründe, warum ich diesen Job mache. Das heißt, wenn ihr meine Comedy nicht mögt, beschwert euch bei ihm. Ja, hier ist der wunderbare Michael Mittermeier. Ja, ich kann was Tolles verkünden. Es ist vorbei, Corona ist vorbei, ist aus, gibt's immer niente, aus, weg, wird nie wieder kommen. Nein, ist weg. Freunde, ich möchte an der Stelle mal meine Grundprämisse hinstellen. Ich habe mehr Angst vor der Dummheit der Menschheit als vor Corona. Punkt. That's it. Und ich gebe euch ein Beispiel dafür. Wahre Geschichte. Ich saß im Zug nach Leipzig. Weiß nicht, ob das jetzt wichtig ist, dass es nach Leipzig war. Doch, es ist wichtig. So, pass auf. Also, nein, ich saß im Zug nach Leipzig, Vierertisch, schräg gegenüber von mir einer, Maske, hat telefoniert. Also so Business, Kasper mit Schalldämpfer. Und irgendwann hat er aufgehört, ich so, oh, endlich Stille. Und dann hat er irgendwann angefangen so, er kennt es. Es gibt Leute, denen sieht man an, dass sie irgendwann bald niesen müssen. Gut, es gibt Leute, da siehst du gar nichts. Die stehen vor dir, so. Keine Chance, meist in der U-Bahn, so. Und dieser Typ, minutenlang, ich war so, scheiße, jetzt implodiert der gleich. Und dann war Endstadium, er hat quasi Oberkörper nach hinten und in der Vorwärtsbewegung. Beim Niesen hat er sich die Maske vom Gesicht gerissen. Ich saß da, selbst als Komiker, mir ist nichts eingefallen. Ich war so, Entschuldigung. Und er dann original, ja, wenn ich die Maske nicht runtergemacht hätte, dann wäre jetzt alles da drin. Diese Menschheit wird untergehen. Ja, das wäre mein Will Smith-Moment gewesen. Ja, also. Nein, aber pass mal auf, bei solchen Typen, die die Maske runterreißen, Entschuldigung, da muss doch ein Warnschild drauf, oder? Dass man sagt, okay, dieser Typ kann Spuren von Vollnuss enthalten. Einfach, auch das können die Amis besser. Die Amis haben überall Warnhinweise drauf, überall auf Produkten im Fernsehen, überall. Weil sonst kannst du ja klagen drüben, ne? Also, dass du zum Beispiel, hat einer geklagt, oh, Kaffeetasse, wusste ich nicht, dass die heiß werden kann. 2 Millionen $ bekommen, dieser geistige Saunaaufguss. So, deswegen steht überall Warnhinweise drauf. Ist wirklich wahr. Zum Beispiel im Yellowstone-Nationalpark, ich weiß nicht, ob da jemand schon mal war, vorne am Eingang steht ein großes Schild und da steht drauf, Vorsicht, bitte keine Selfies machen mit den wilden Tieren. Das heißt, es muss mindestens einen gegeben haben,
der irgendwann plötzlich so, oh, ein Grizzly. Und du denkst dir, du kannst dir nicht überall was draufschreiben. Wo ist denn die Grenze? Und die Grenze in Amerika ist bei Coca-Cola. Ja, pass auf, folgendes, ein wahrer Fall, schon einige Zeit her. Ein Typ in Amerika, ein Amerikaner, hat sich eine Coca-Cola-Flasche in den, so eine Glasflasche mit den Rillen, kennt ihr, die alten, ne? Hat er sich in den Hintern geschoben. Wirklich, komplett, die ganze Flasche, komplett rein, in den Hintern. Keine Ahnung, vielleicht hat er Durst gehabt. So. Dann war die Flasche komplett drin und er konnte sie nicht mehr greifen und hat Panik bekommen. Dann ist er zum Krankenhaus gefahren. Gut, geradelt wird er nicht sein. Gut, okay. Was für eine Szene. Er kommt in die Notaufnahme. Hilfe, Hilfe, ich brauche einen Arzt. Ja, nehmen Sie erstmal da hinten Platz. Nein, ich stehe lieber. So. Und jetzt haben sie, und das ist wirklich wahr, sie haben diesen Mann unter Vollnarkose die Flasche rausoperiert. Also ich weiß nicht, ob sie die Flasche danach entsorgt haben. Das ist eine schwierige Entscheidung. Weiß oder Braunglas. Okay. Jetzt pass auf. Auch wahr, dieser Typ, nennen wir ihn mal den Cola-Arsch, der hat dann... Nein, er hat Coca-Cola Company verklagt auf 1 Million Dollar, weil auf der Flasche kein Warnhinweis drauf stand. Was hätte auf dieser Flasche stehen müssen? Was hätte? Was ist völlig absurd, dass in Amerika überall was draufsteht, überall Warnhinweise. Das einzige Produkt, was du kaufen kannst in Amerika, wo nichts draufsteht, das sind Waffen. Da steht nichts drauf. Es ist nicht Wahnsinn. Und man, da drüben zum Beispiel, es ist ja so, du kannst, also der größte Waffenhändler in Amerika ist Walmart. Walmart, kennt ihr, verkauft die meisten Waffen. Ist ein Supermarkt. Ist ein ganz neues Einkaufserlebnis, oder? Da gehst du da rein mit deinem Einkaufswagen so. Entschuldigung, wo gibt's denn hier die Pumpkin? Ja, die ist zwischen der Tiefkühlpizza und dem Obst. Habt ihr auch Pfeil und Bogen? Ja, in der Bio-Abteilung. Und irgendwann gehst du dann vorne an die Kasse und dann scannst du alles, was du gekauft hast. Äpfel, piep. Müsli, piep. Pumpkin, piep. Sixpack Bier, nö, nö, nö. Kann ich mal bitte Ihren Ausweis sehen? Das ist... Ich muss eins dazu sagen, jetzt ein Nachklapp zu dieser Nummer, weil es gibt eine Waffenfirma, die jetzt angefangen hat, auf die Pistolen Warnhinweise zu schreiben. Das ist kein Scheiß. Es gibt eine Pistole und da steht am Lauf, ist ein Pfeil vorne an der Mündung, Warning, Bullets come out this end. Auf Deutsch, Warnung, hier vorne kommen Kugeln raus. Das ist keine gute Idee, weil die ganzen Amerikaner, das will ich sehen. Und vielleicht ist das ja auch die Lösung für uns alle. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. Michael Mittermeier. Dankeschön. Danke dir. Danke dir. Danke fürs Erzählen. Ey. Mein nächster Gast ist wirklich absolut einer meiner Favorites und ich sag das wirklich immer und ich mein's halt auch wirklich immer, weil ich moderiere den Scheiß sonst nicht, wenn ich hier nur Idioten einladen würde, ja? Das würde ich sonst nicht machen und der Nächste, ich finde den halt wirklich gut, was soll ich machen? Der arbeitet, der ist fleißig, der ist gut und er hat 500.000 Follower auf TikTok, das sind 400.000 mehr, richtig dumme Sau. Aber er ist ein Knaller, hier ist Ozan Javan. Noch nie wurde ich in meinem Leben so angekündigt. Jetzt kommt er! Ozan Javan!
Mega, Wahnsinn, Alter. Sogar die Techniker hatten Angst. Echt. Ich freue mich, hier zu sein. Mega, schön. Wie geht's euch? Sehr schön, Alter. Geiles Publikum. Ich bin mittlerweile 25. Das ist ein Kamel. Ich weiß, ich sollte mich jetzt heimisch fühlen, aber das ist... Aber gut, guck mal, ich bin mittlerweile 35 Jahre alt und ich altere mit Würde, Freunde. Ich altere mit, versteht mich nicht falsch, an 7 Tagen in der Woche habe ich an 3 Tagen nur eine Morgenlatte, aber ich altere mit, haben wir Menschen unter 20 hier? Du weißt es noch nicht? Nein, nein, er da hinten, ja du, er schaut erstmal, ist sonst noch jemand? Nee, nee, nur ich dann und die Frau so, nimm runter, du Spast, ja? Okay, sehr schön. Wie heißt du, Junge? Konrad. Konrad, wie alt bist du? 18. Du bist 18 Jahre alt und heißt Konrad? Willst du mich verarschen? Echt jetzt, Konrad? Okay, sehr schön. Kommst du aus elitäreren Kreisen? Nein, einfach so Konrad. Okay, und du bist 18? Wen hast du mitgebracht? Meine Schwester, Clara. Clara? Und wie alt bist du? 20. Schön, Konrad, Digga, geiles Alter. Geiles Alter, Mann. Genieß es, Digga, genieß es. Dein Stoffwechsel jeden Tag. So, ja. Jeden Tag hast du eine Morgenlatte, sei mal ehrlich. Sei ehrlich, komm, komm, hau raus, wir sind unter uns. Jeden Morgen, wa? Hau raus, jede, guck mal, wie er sagt, ja. Diese Arroganz, ich liebe dich. Mega. Mega, oh. Guck mal, Missgeburt. Ein Hammer. Konrad. Nutz es aus, hast du eine Freundin? Such dir eine. Jeden Morgen aufstehen, erdolchen, Digga. Die macht es stark in dir. Ich schwör's dir. Weißt du, was geil ist, wenn du morgen aufstehst und du hast eine Morgenlatte, Konrad, dann wirst du an mich denken. Warte, warte. Und an deine Schwester wirst du auch denken. Nein, ich mach's schon. Ich freue mich, hier zu sein, Mann, wirklich. Konrad, versteh mich nicht falsch, du bist ein süßer Junge, machst einen guten Eindruck. So, ist auch nur Spaß. Aber, Digga, deine Generation, du nicht, du bist so, du bist sweet. Aber deine Generation ist echt dumm. So. So, Mistfake, guck mal, ich sitze in Kreuzberg im Café, so, neben mir sitzen 3 Jungs, so alt wie Konrad, so. Ja, ich schwör's dir, da laufen ein paar Mädels vorbei und die rufen den Mädels hinterher, so, original. Mädchen, Mädchen. Lock Mädchen, guck doch mal. Lock Mädchen. Sag mal, willst du mich verarschen? Das ist doch keine Taube, Alter. So, werf ihr doch gleich Brotkrümel hinterher, so, weh? So, oder ich hab sie klar gemacht. Warum? War sie vorher trüb? So, Wahnsinn, Mann. Und mein kleiner Bruder Konrad, der ist 19 Jahre alt. Digga, hol. Alter, ich liebe ihn. Er hat das Herz am rechten Fleck, aber ein Idiot so. Wenn der sich mit seinen Jungs unterhält, ich verstehe gar nichts mehr. Ich laufe an ihm vorbei, er mit 4 seiner Jungs. Yo, Seleme, die Kachba fickt mein Kopf, Tam Cringe. Richtige Scharmuta, sein Vater. Egal, ich bleibe stabil, ich bin mit meinen Shababs. Amenakim, ist das bayerisch? Ist das schwäbisch? Was ist für... Ja, das soll unsere Zukunft sein, Konrad? Das soll unsere Zukunft sein? Ich meine... Stell dir mal vor, der ist an der Uni und hält einen Vortrag zum Thema Klimawandel. So, weil, seid herzlich gegrüßt, meine Shababs. Der Klimawandel ist real. Greta Thunberg, die Scharmuta, hat recht. Wir müssen alle hören auf diese Kachba. Erst dann macht Wetter keine Faxen mehr. Skur, skur! Ja, das ist echt... Ja. Konrad, er hat unserer Mutter zum Geburtstag einen Döner geschenkt. Das ist eine wahre Geschichte. Wer schenkt seiner? Hat sie Andeutung gemacht? So sind die beiden durch Berlin. Meine Mutter schaut auf den Dönerspieß. Schatz, jemand hat bald Geburtstag. Ja. Verkäufer hat bestimmt gefragt. Einpacken, ja bitte als Geschenk. Ja. Wahnsinn. Ne? Aber Freunde, ihr merkt, Corona hat mir nicht gut getan, Alter. Corona hat mir echt nicht... Ich bin auch extrem so... Weil, guck mal, ich bin mittlerweile in einer Beziehung. Es läuft auch alles gut so. Frau ist auch der einzige Grund, dass ich noch ein bisschen bei mir geblieben bin. Haben wir Pärchen heute hier? Wo sind die Pärchen? Einmal applaudieren. Ihr seid ein Paar? Sehr schön, sehr schön. Wie lange schon zusammen? Halbes Jahr. Halbes Jahr. Oh, noch frisch, ziemlich frisch. Deswegen lächelt ihr und strahlt ihr auch so. Ja, halbes Jahr, da wird noch richtig gebumst. Aber genießt es, alles gut. Alles gut. Nein, guck mal, wie heißt du, mein Freund? Nikita. Wie? Nikita. Nikita? Wow. Das ist auf jeden Fall anders als Konrad. Ja, guck, Nikita, guck, ich komm zu Ende, ich verquatsche mich wieder, später sagen, du hast keine Zeit mehr, guck. Okay, guck. Nikita, guck. Ich bin mittlerweile seit 6 Monaten verlobt mit einer bildhübschen Frau und ich habe eine Sache gelernt. Wie heißt du? Jasmin. Jasmin, sehr schön. Guck, hör gut zu, Nikita. Wenn Jasmin Sorgen oder Kummer hat, Nikita,
dann möchte sie von dir nicht getröstet werden. Nein, sie möchte, dass du als verständnisvoller Partner die Gefühlswelt nachempfindest, Nikita. Nicht deeskalieren, sondern gemeinsam eskalieren. Wenn Jasmin nach Hause kommt und über ihre Arbeitskollegin lästert, möchte sie nicht Sachen hören wie, Schatz, vielleicht habt ihr nur einen schlechten Tag. Nein, sie möchte Sachen hören wie, oh mein Gott, meinst du Melanie, das ist ja so eine Hure. Man sieht ihre Slipränder, die lutscht doch Schwänze in der Hölle. Und dann siehst du Jasmin in der Ecke stehen, wie sie einfach nur den macht. Oder? Oder? Letztens haben meine Frau und ich, true story, genauso passiert. Letztens haben meine Frau und ich einen Film geschaut und in dem Film gab es eine Szene, wo ein attraktiver Mann sein Geschlechtsteil gezeigt hat. Und Köln, ich rede nicht gerne über die Geschlechtsteile anderer Männer, aber oh Mann, Herr Köln, das war ein Riesenteil so. Ja, Digga, der hätte damit an der Arktis Robben kloppen können. So, ja, jedes Mal, wenn ich daran denke, kriege ich Lust auf eine Frankfurter Rindswurst. So, ja. Da habe ich sie gefragt, Schatz, wie findet ihr Frauen das? Wenn ihr sowas im Fernsehen seht, turnt euch das an, macht euch das geil. Da sagt sie, nein, viele Frauen finden das männliche Geschlechtsteil nicht ästhetisch. Hinzu kommt, dass der weibliche Körper schöner ist als der eines Mannes. Super Antwort, herausmanövriert, kann ich mitleben. 10 Minuten später, Nikita, gab es noch eine Szene, wo eine attraktive Blondine ihre Brüste gezeigt hat. Dann hat sie mir dieselbe Frage gestellt. Ich hatte Angst. Kennst du die Szene, wo der Wellensittich in den Ventilator fliegt? Und sie hat auf eine Antwort bestanden. Na los, Schatz, antworte. Schatz, antworte, dir wird nichts passieren. Na los, Schatz, komm, du kleiner Hurensohn, du antworte, komm, Schatz. Antworte. Und dann habe ich Panik bekommen, Nikita, und das Seltsamste gesagt, was ich jemals in meinem Leben gesagt habe. Ja, ja, aber zu meiner Verteidigung, der Penis von vor 10 Minuten, der hat mich auch geil gemacht. Wirklich, ich sehe Ozan oft performen und jedes Mal denkt man sich im Publikum, ah, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, sich zu trennen. Er spricht immer Pärchen, also ich habe euch gut geschlagen, ich habe das sehr gut gemacht. Großen Applaus für die beiden hier. Sehr stabil gemacht, sehr stabil. Oh, true love, true love. Oh, oh. Auf meinen letzten Gast in dieser Sendung freue ich mich total. Er ist wahnsinnig sympathisch. Er besucht uns aus der wunderbaren Schweiz. Einen gigantischen Applaus für Timo Michels! Dankeschön! Guten Abend! Hallo. Ja, ich komme aus der Schweiz. Habe aber das DJ Bobo Sprachmodul zu Hause gelassen. Ja, ich finde das immer unsexy, ja, wenn Menschen irgendwie Deutsch probieren zu reden. Ja, das ist immer. Ich kann mir das auch mega schlecht vorstellen, wenn man, ich weiß auch nicht, in so einer Date-Situation ist. Ich würde dich gerne auf ein Coca-Cola einladen. Du darfst auch Nachos essen, wenn du magst. Ja, das ist. Ich stelle mir das so vor, das ist wie wenn man in Deutschland jemanden aus Dresden datet. Ah, das ist so, ich weiß auch nicht, da vergeht einem das. Aber ich lade dich ein auf ein paar Nachos und Tacos. Ja, das ist so, da läuft doch nachher nichts mehr. Ja? Es gibt was ganz Gutes gegen solch ein Problem. Das Gute heißt Dating-Apps, weil da hört man sich zuerst nicht. Und ich muss wirklich sagen, ich bin Freund davon geworden. Ich habe sie in den letzten 2 Jahren alle ausprobiert, alle beide. Viel bezahlt für Premium-Mitgliedschaften, nichts gemacht. Ja, ich finde auch mit diesem Swipen, wir Männer, wir sind ja wirklich so, das ist uns wie egal. Ja, wir swipen, egal, brünett, blond, rothaarig, kurzer, egal. Ja. Wenn aber ein Freund mir irgendein Auto auf der Autoscout-App zeigt, ja, dann wird dann geguckt, wenn dann da steht, Felgen nicht zerkratzt, sondern gehst du da hin und guckst, sind die Felgen wirklich nicht zerkratzt. Ja, und du zoomst so hin und kriegst einen halben epileptischen Anfall. Ja, und weh, hä, da ist irgendwas drauf, dann wird das Auto nicht gekauft. Beim Swipen ist so, das geht. Ich habe auch eine Krankschreibung gehabt. Wirklich vom Swipen, es war nicht toll. Ja, das ist halt so, ich bin diese breite Haltung der Hand nicht gewohnt. Ich kenne das so nicht. Ja, irgendwann kam dann aber trotzdem dieses Blub, ein Match. Und ja, ich muss sagen, das war toll. Ja. Man hat geschrieben, man hat sich
getroffen. Ich muss sagen, ich komme in der Schweiz aus der Bodenseeregion, ja, ländlich. Und ich muss vielleicht dazu sagen, für so ein Date ist diese Region nicht sehr toll, weil da geht nicht so viel. Ja, ich wüsste nicht, was man machen könnte bei uns. Ans Ufer sitzen, das ist der See. Wenn es regnet, ist er voll. Im Sommer weniger voll. Das ist ein Baum. Ich liebe dich. Das geht nicht. Das geht nicht. Ja, wir aus der Bodenseeregion fahren nach Zürich. Zürich, vielleicht war jemand von euch schon mal da. Das ist das Monaco der Schweiz. Das ist 24/7 Münchner Schickeria. Zürich ist für uns aus dieser Bodenseeregion, das ist einfach wahnsinnig. Das ist wahnsinnig. Die ganze Preispolitik in Zürich gestört. In Zürich verdient ein Parkplatz mehr als ein polnischer Erdbeerpflücker bei uns am See. Ja. Zürich ist auch, du musst dich wirklich überlegen, wenn du eine Frau ausführst zum Essen in Zürich, willst du das machen oder eine Woche mit deinen Freunden nach Mallorca? All inclusive. Ich habe diese Frau dann getroffen, wir haben uns da auf einem schönen Platz getroffen. Ja, sie kam immer näher zu mir, ich habe schon gesehen, knallrote Lippen. Ja, dachte, da geht was. Ja, sie kam näher, noch näher. Bilder kann man bearbeiten. Ich habe gesehen, sie hat Botox in den Lippen. Nicht, dass es schlimm ist, bei ihr sah es scheiße aus. Wirklich. Und dann sind wir in dieses Restaurant gegangen und irgendwann kommt ja diese Situation, man kennt doch das, ja, dann dreht man das Weinglas und die Frau stützt dann so das Kinn auf die Handoberfläche. Also weißt du, Timo, mir ist einfach wichtig, dass der Mann mir jeden Wunsch von den Lippen ablesen kann. Sag ich, gut, kaufen wir das Schlauchboot. Kann man machen, kann man machen. Knallrotes Gummiboot 2022, ja. Nee, ich finde einfach, wenn man so einen schönen Abend gehabt hat, ja, kommt man nach Hause, hätte man gerne so ein saftiges Stück Fleisch to go. Die Jungen nennen das Döner. Ja, und wenn ich dann sehe, wie der Mehmet das so runterschabt, dieses Fleisch, und das tropft unten in diese Schale. Und du weißt, dass wenn du Hunger hast, du stehst da wie so ein Hund und hinten so, ja, das ist so geil und es tropft und der schabt und schabt und schabt immer weiter und unten so. Da frage ich mich immer, hat ein Veganer das gleiche Gefühl, wenn er zu Hause im Garten seine Hecke schneidet? Dankeschön! Timo Michels! Kapau! Dankeschön! Danke fürs Dasein! Meine Gäste, Timo Michels, Ozan Yadan, Michael Mittermeier! Das war's, Stand Up 3000. Danke fürs Einschalten. Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.